Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, hier geht's weiter mit Phoenix Point. So, wir sind an einer Stelle, wo wir zwar glücklicherweise jetzt zwei Basen neu gefunden haben, eine in Südafrika, eine in Australien. Die müssen aber noch ausgebaut werden, unser Material sieht sehr schlecht aus und wir haben natürlich einige Sachen, wie zum Beispiel diesen Bau, der uns nach wie vor ein großes Dorn im Auge ist. Und ich habe mich ein bisschen, weil ich merkte, okay, ich komme mit meiner Taktik hier nicht so ganz weiter, ein bisschen in der Zwischenzeit durch die Phoenixpedia gearbeitet und ein bisschen geschaut, was ich so machen kann. Also, der Plan, was jetzt passiert. Also, zum einen würde ich, habe ich noch mal gesehen, wir haben zwar alle Spezialleute verloren, also jetzt die Priester und auch einen von diesen Stealth-Typen haben wir auch verloren. Ich habe nochmal gesehen, Jamie Pewbacca, der gute Mann, ist ja eigentlich einer der Virusleute. Und ich glaube, ich habe in der Vergangenheit zu wenig Nutzen aus den Dingen gezogen, aus den Spezialfähigkeiten gezogen, wie zum Beispiel hier der Geisteskontrolle, wenn wir den weiter hochkriegen. Geistbruch ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Füge allen feindlichen Entitäten innerhalb von 10 Feldern 100 Schaden zu. Also die Spezialfähigkeiten der Spezialleute besser auszubauen und besser zu nutzen im Kampf ist eine Sache, die wir auf jeden Fall machen müssten. Ich habe gesehen, es gibt, also zum einen gibt es hier noch einen Priester. Wir müssen nochmal neue Leute ran rekrutieren, glaube ich nämlich auch. Dann gab es von Synedrion hier oben in England einen neuen Stealth-Mann. Und es gibt von Neu-Jericho eine Klasse, die wir noch gar nicht haben. Hier. Alles nicht ganz billig. Müssten wir einiges für ausgeben und suchen und zusammenhandeln. Beziehungsweise könnten wir auch mal anfangen, alte Gerätschaften zu verschrotten. Außerdem, durch den Fehler beim letzten Mal, dass ich dieses zweite Manticore, das leere Manticore-Flugzeug durch die Gegend geschickt habe, habe ich geschnallt, dass man ja auch mit einem leeren Flugzeug hier alles erkunden kann. Das heißt, wir machen also jetzt einen aktiven Flieger, der auch wirklich auf Raids geht und probiert, Zufluchten zu retten und so weiter. Ist natürlich bei der Größe des Kontinents ein bisschen schwierig. Und der andere deckt einfach auf. Man muss ja nicht auf diese Beutezüge gehen. Was ich nicht weiß, ist, was passiert, wenn das Ding überfallen wird, wenn keine Leute drauf sind. Da müsste man mal schauen, ob dann das Flugzeug verloren geht. Aber bisher gibt es ja eigentlich keine Flugzeugkämpfe. Das kommt erst mit dem DLC. Insofern weiß ich nicht, wie das gehen sollte. Aber who knows? Und dann denke ich, wir brauchen halt Technik. Ne? Ich habe noch herausgefunden, dass natürlich in der Produktion, beziehungsweise Quatsch, in der Forschung, die Rückentwicklung theoretisch möglich wäre. Wenn wir also jetzt, wir haben eine von dieser Giftarmbrust, wenn wir jetzt einen zweiten Priester uns kaufen und dem erstmal die Armbrust wegnehmen, dann könnten wir das rückentwickeln und es selber bauen. Problem an der Sache, wenn wir die Klasse nicht ausrüsten, nicht zuweisen können. Dann bringt uns das nur so mittelmäßig was. Aber das wäre eine Möglichkeit fürs Neu-Jericho, weil ich glaube irgendwie nicht, dass wir die noch so gut kriegen. Ich würde gerne deren Forschung auch kriegen, aber ich weiß noch nicht wie. So, aber als allererstes werde ich versuchen, Folgendes zu tun. Und zwar zum einen Anna Dragon. Die hat auch schon die Heavy-Klasse. Und Anna Dragon möchte ich ebenfalls zum Heavy machen, denn sie hat auch noch Mann fürs Grobe, erhöhte Fähigkeit mit schweren Waffen. Das würde ich ihr noch geben und sobald wir das Geld dafür haben, ja auch so eine Hell-2-Kanone der Heavies geben. Denn so einen Granatwerfer hat sie auch schon. Das sollte das nächste sein. Ich kann ihr das direkt mal geben, Mann fürs Grobe. Sie hat nämlich eine Auflevelung bekommen schon und dann ist die Frage, wir können mal gucken, wie viel kann sie tragen. Es ist gerade genug, das wird mit der Heavy-Kanone ein bisschen schwerer werden. Geben wir ihr eins auf Stärke nochmal dazu und nochmal einen auf Willenskraft. Okay,
Und die anderen bleiben alle erstmal in der Basis und dann gehen wir jetzt mit ein bisschen Erkundung zwar, aber holen uns erstmal hier so viel Material, wie es irgendwie geht mit der Manticore 1. Und erkunden aber auf dem Weg ein bisschen weiter vielleicht. Ich glaube aber, wir machen keine Beutezüge. Ich erkunde hier so ein bisschen rum. Und hoffe, noch ein bisschen Material mit einzusammeln. Die Brücke. Unsere Soldaten sind auf einer Brücke mitten im Nichts gelandet. Offenbar hat eine Gruppe von Leuten hier versucht, eine Zuflucht zu gründen. Mit einer Basis unterhalb der Brücke. Aber der Bau ist unvollendet geblieben. Entweder sind diese Leute getötet worden oder haben beschlossen, weiterzuziehen. Untersuchen wir natürlich. Ist nicht mehr viel übrig, aber besser als nichts. 40 Materialien, 60 Nahrung. Ja, besser als nichts. So, auf jeden Fall auf dem Rückweg. Genau, und dann, sobald wir das Zeug zusammen haben, werden wir uns dem Pandora-Bau tatsächlich als erstes widmen. Denn wir sind hier bei 19%. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich will den außerdem weghaben. Natürlich haben wir auch noch Hughes große Energiepläne, die uns vielleicht, also Energie in irgendeiner Form, dazu bringen. Auch das sicherlich wichtig, um noch mehr Zeug bauen zu können in den Basen. Auch mehr Nahrung. Wir brauchen noch alles mehr, um hier einzutauschen. So, eine verlassene Militärbasis. Es wurden keine feindlichen Streitkräfte gesichtet, als unser Transportflugzeug vorbeiflog. Aber wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Es gibt wahrscheinlich Ressourcen und Vorräte, die wir hier finden und nutzen können. Untersuchen. Tech 60, Materialien 540. Sehr gut. Dann, oh, und Forschung. Gemeinsame Forschung. Die Anu haben wieder was erforscht, das ist gut. Säurewaffentechnologie. Können Waffen entwickeln werden, die sich durch feindliche Rüstung durchfressen. Diese Technologie verwendet die korrosive Flüssigkeit, die von Säurewürmern produziert wird. Säurewürmer haben wir noch gar nicht getroffen, glaube ich. In Granaten und Kleinkalibermunition. Obwohl der Prozess völlig sicher ist, wird dennoch eine gewisse Vorsicht bei der Nutzung empfohlen. Dadurch gibt es die Säurepistole der Jünger von Anu, das Magazin und eine Imhulu-Granate, ebenfalls mit 50 Säure. Das ist natürlich cool. Das heißt, wir können das jetzt bauen. Da muss ich mal kurz jetzt hier in den Säureschaden reingucken, in der Phoenixpedia. Eine Waffe mit Säureschaden addiert ihren Schadenswert zur Säurestufe des getroffenen Körperteils. Säure kann sich auf Körperteilen ansammeln, wenn sie mehrfach von Säure getroffen wurden. Zu Beginn des Zugs frisst sich die Säure in den betroffenen Körperteil. Dies hat zuerst Einfluss auf die Rüstung, deren Wert um 10 verringert wird. Wenn keine Rüstung mehr auf dem Körperteil vorhanden ist, werden 10 Punkte von den Trefferpunkten des Körperteils abgezogen und von den allgemeinen Trefferpunkten. Sobald alle Säureschäden abgezogen wurden, verringert sich der Säurewert jedes Körperteils um 10. Okay. Säurepistole. Das wäre doch eine der Sachen, die wir machen könnten. Wir könnten Anna, also erstmal kriegt Anna ein Hellgewehr. Jetzt mit den neuen Materialien geht das ja. Das bauen wir ihr und noch ein Magazin dazu. Dauert 12 Stunden. Dann können wir überlegen, ob wir Anna auch anstelle der Odin-Rüstung 20 plus 1 Geschwindigkeit, 3 Gewicht eine Golem-Rüstung machen. 34, minus 2 Geschwindigkeit zwar, Tarnung runter, Genauigkeit runter, aber 34 statt 20 ist doch auf jeden Fall gut und der Raketensprung ist mit dabei. 150. Machen wir auch. Okay, und die Säurepistole können wir gleich auch gucken, ob wir die klingt auch cool. Wie teuer ist die denn? Säurepistole wäre dann für Scharfschützen, richtig? Pistole, der Segner, 63. Und Umhulu-Granaten. 50 Säure ist natürlich, das ist doch geil, warte mal. Dann bauen wir direkt danach mal zumindest die Granaten. 1, 2, 3, 4, 5 erstmal. Dann schauen wir mal weiter. So, weitere Forschung oder Erforschung. Ein Scan ist durch. Der hier oben.
Ah, hier soll auch. Neu-Athen wird angegriffen. Okay. Das sieht nicht gut aus. Die werden natürlich alle angegriffen. Ich weiß nicht, ob sie alle von diesem Bau her kommen. Das ist wahrscheinlich auch nicht ohne hier. Schauen wir mal, ob wir da genug Leute zusammenkriegen, die cool genug sind. Es wäre auch eine Option im Übrigen, unsere Leute umzurüsten vom Lasersturmgewehr, das nur Schaden 30 macht, auf das Gauss-Sturmgewehr, das Schaden 40 macht. Auch wenn die Reichweite von 41 auf 20 runtergeht. Aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht schlecht. Okay, wir hätten Jamie in der 2. Die haben alle, das sind alles die ganz normalen Laserschützen leider hier. Er müsste natürlich auch, er hat noch ein bisschen Munition für das Ding. Wir können keine Munition für dieses, für den Raketenwerfer bauen. Das ist echt ungünstig. Wir könnten das Ding, wenn wir das jetzt zu Hause lassen, ne, dann könnten wir es, glaube ich, erforschen. Ist das richtig? Ja. Dann könnten wir jetzt das rückentwickeln und ihm die Teile herstellen. Und damit auch die Munition herstellen. Fortgeschrittene Säuretechnologie, das können wir direkt mal starten, auf jeden Fall. Effizienz von Säurewaffen um 20% erhöhen. Ja, vielleicht sollten wir das tun, denn wenn wir das nicht machen können, den Raketenwerfer von New Jericho, dann bringt uns der überhaupt nichts. Ich mach das mal. Und zwar sogar zuerst. Damit hat er den zwar nicht mehr in der Hand, aber er könnte, später können wir ihm einen neuen bauen und auch Munition dafür bauen. So, bei denen ist halt jetzt echt das Problem. Die haben nichts. Nichts, was die, was wirklich panzerbrechend ist. Das könnte nur in einer neuen Gruppe. Er könnte es theoretisch machen. Er könnte es machen. Und das war es dann. Wir können probieren, mit der anderen Gruppe dahin zu kommen. Vielleicht reicht die Zeit in dem Fall. Wir erkunden ganz kurz hier zu Ende. Nicht mit der 2, mit der 1. Erkundungsstätte. Während wir eine eher unauffällige Ruine erkunden, stolpern unsere Soldaten über ein Buch, das halb verborgen in einem Haufen Schutt steckt. Eine alte Ausgabe von Olaf Stapledons visionärem Roman Der Sternenmacher. Sie ist ungewöhnlich gut erhalten. Weitere Untersuchungen fördern zutage, was wie eine zusammengebrochene Bibliothek aussieht. Eingeschlossen unter den Trümmern sind die Bücher fast vollständig unbeschädigt geblieben. Obwohl diese Bücher in unserem Krieg gegen das Pandora-Virus nicht nützlich sind, stellen sie einen wichtigen Teil der Geschichte der Menschheit dar. Wäre es die Mühe wert, sie auszugraben? Naja, Bücher, Teil von dem, was wir sind. 10, 25, 15. Das kann man sich erlauben, glaube ich. Oh, die Jünger von Ahnung mögen uns nicht. Die Bergung der Bücher dauert überraschend lange, aber die Beute ist reich. Darunter die Gesamtwerke von Doris Lessing, Robert Byron, Der Weg nach Oxania und eine abgenutzte Kopie von Arkadi und Boris Strugatskis Die gierigen Dinge des Jahrhunderts, die lange als verloren galt. Synedrion mag uns, New Jericho ein bisschen und die Jünger von Ahnung nicht so sehr. Und jetzt probieren wir mit den Leuten. Die sind alle fit. Das ist halt auch so eine Frage. Wir versuchen jetzt, die Nerdrian zu schützen. Das könnte uns in der Diplomatie auch wirklich helfen. Wir sind bei 30%. Insofern macht es auf jeden Fall Sinn. Moment kurz, der Scan ist complete. Ich schicke mal ganz kurz die 2.
hier hin, um da nochmal einen Scan zu machen. Oder hier. Wo kommen wir eventuell hier rüber? Hier kann man bestimmt auch einen Scan machen. Okay, da ist der zweite Haven, der angegriffen wird. Wir müssen diesen Bau ausräuchern. Aber gut. Synedrion reicht nicht mehr. Ah. Wie soll man da so schnell hinkommen? Dann fliegen wir hier hin. Nach Kalhu. Angriffsstärke 18. Gefahrenstufe extrem. Das haben wir noch nie gehabt. Hier sind wir bei 22%. Gefahrenstufe extrem. Ich traue mich nicht so richtig, muss ich gestehen. Huiuiui. Wir würden viele Belohnungen kriegen. Jetzt ist der schon da oben, bis der wieder da ist. Jetzt habe ich gerade gedacht, brauchen wir doch mehr Leute. Ich hätte jetzt nicht mit Gefahrenstufe extrem gerechnet. Wie weit sind wir hier? Das dauert auch alles noch eine Weile. Ich weiß nicht, ob wir... Boah, dieses Spiel ist so fies, ey. Okay, ich würde sagen, ich lasse das jetzt mit dem Extrem. Der startet da einen Gebietsscan, fliegt zurück, der holt hier noch dieses Energieding und dann gehen wir in den Bau. Anders kann ich mir das gerade nicht, ich kann mir jetzt kein Extrem-Ding mit 6 Leuten vorstellen gerade, leider. Und kurz hier gucken. Ja, dann kannst du auf dem Rückweg hier nochmal noch einen starten. Das ist der nächste Synedrion Haven. Der ist in der Antarktis, das bringt uns nichts. Oh Mann, und jedes Mal geht das Ding ein Stück nach oben. Wir können mal gucken, wie das mit den Pandoranern jetzt ist hier. Wenn die gleich weggehen, 22%. Haven destroyed. Bleibt bei 22 erstmal. So, die Granaten. Hughes große Energiepläne. Hughes und der Rest der des Axelrads sind begeistert, dass ihre Forschungsarbeiten wieder da sind. Was ich allerdings nicht begreifen kann, ist, warum jemand unsere Arbeit stehlen sollte. Ich meine, sie zu kopieren ist eine Sache, aber warum sollte man uns daran hindern wollen, sie fortzusetzen, sagt Hughes deutlich zerknirscht. Das ist genau die Art neoliberaler Logik, die das alte System hat zusammenbrechen lassen. Über allem steht ein Wettbewerbsgedanke, sogar über der Zukunft der Menschheit. Das ist, ich weiß auch nicht, ich verstehe es nur einfach nicht. Weitermachen. Aber egal was passiert, ich glaube an das, was wir hier tun, fuhr er fort. Akte mag im Moment nur eine Fußnote der Geschichte sein, vor allem im Vergleich zu den großen Spielern, aber vielleicht wird diese Technologie eines Tages die Welt verändern. Nicht jetzt, nicht nächstes Jahr. Aber eines Tages werden unsere Taten Früchte tragen und unser kleiner Beitrag zum Wissen der Menschheit wird einen großen Unterschied machen. Tech-Materialien, Nahrung. Das ist gut. Aber es hat sich jetzt nichts geändert, oder? Nee. Ich dachte, vielleicht hätten wir bessere Energie. So, dann kannst du schon mal... Wie viel haben wir? 520. Können wir jetzt den... Wir könnten den Stealth-Mann noch holen. Wie teuer ist denn der? 471 können wir uns gerade so leisten. Wir wollten ja auch Sachen eintauschen, das können wir hier noch machen. Und da auch. Holen wir uns den noch. Der ist zurück. Die Produktion müsste abgeschlossen sein für Anna. Was können wir ihr geben? Die Hellkanone. Damit trägt sie allerdings zu viel Zeug mit sich rum.
Dafür brauchen wir mindestens einmal Munition. Das kannst du damit zu Hause lassen hier. Ist immer noch zu schwer. Anna dann ohne... Moment, wir müssen ja auch noch gucken, dass wir ihr die Heavy-Rüstung geben. Ändert das noch was? Nee. Wäre die Rüstung krasser und den anderen Kram können wir ja erstmal so lassen. Ist die vielleicht weniger schwer? Wahrscheinlich nicht. Du könntest dann keine Granate mehr mitnehmen. Aber du hast ja deinen Granatwerfer. So geht's gerade so. Allerdings immer nur mit einem Magazin. Wir könnten dir allerdings von der Gruppen... Pass auf, du kriegst noch einen Stärke dazu. Und dann dürftest du einen mehr haben. Genau, und dann kriegst du noch eine Granate mit. Eine Standardgranate. Okay. Jamie. Du kriegst mal die richtigen Granaten jetzt. Die Säure, was heißt die richtigen? Die Säuregranaten. Du hast das Ding, ein Dings. Zweite Granate gucken wir gleich. Okay, es geht in den Bau, es geht in den Bau. Wo ist die zweite? Noch auf dem Weg. Ja, wir vergeuden Zeit hier, ne? Ich weiß es nicht, ob wir Zeit vergeuden. So, ich würde gerne... 5 für 4 ist ja ein Knaller. Alles, alles davon bitte für Material. Alles, was geht. Und diesen Soldat, Konstantin Döring, holen wir uns auch. So. Jetzt hier nochmal eintauschen. 5 für 4 ist echt ein Knaller. Auch hier alles weg. Hier wird es das nicht geben. Hier noch. Fliegen jetzt zurück und dann da rein. So, der Raketenwerfer ist abgeschlossen. Genau, das, genau so habe ich mir das vorgestellt. Forschung. Jetzt können wir... Ah, die Rüstung könnten... Nee, können wir nicht. Da müssten wir zwei davon weglegen. Wir können aber jetzt das Teil bauen. Die Fury 2. Und die Rakete dafür. Kostet 80 und dauert 12 Stunden. Und der passt ja dann auch nur auf den Neu-Jericho-Mann, ne? Oder? Mal einmal gucken, wo das Ding... Naja, doch. Wissen wir eigentlich. Bauen wir da einen von. Raketen, Raketen, Raketen. Und jede Rakete kostet natürlich was. Aber gut. Weiter geht's. Wir sind ein bisschen im Stillstand hier, aber wenn wir... Ja, nächste Haven wurde zerstört. Wenn wir es schaffen, diese Basis jetzt wegzukriegen, dann soll das okay sein, dass wir jetzt ein bisschen Zeit verplempert haben, sozusagen. 6 für 4 ist auch noch okay. Die haben auch sehr viel. So. Warten wir jetzt auf das Ding oder gehen wir los? Jamie the Gym. Das ist die Rüstung von Neu Jericho. Genau, die Brecherrüstung. Das wäre wirklich hilfreich, das Ding auch zu haben. Wie lange noch? 9 Stunden. Das dauert alles, aber die 9 Stunden gebe ich uns jetzt noch. Können wir diesen Spezialmann hier noch holen vielleicht? Da bräuchten wir 628. So, jetzt können wir ja schon mal anfangen. In der Ausrüstung unsere alten Sturmgewehre. Explosion 6. Explosion 4. Ah, die haben am besten Explosionen scheinbar. Ne, der hat auch 6. Okay, die werden jetzt verschrottet hier. 40. Alle. Weg damit.
Und die entsprechenden Magazine kommen auch weg. Auch da alle. So. Ja, dieses Ding von den Unabhängigen, ne? Wie wir das herstellen sollen, aber vielleicht, ich würde das Maschinengewehr gerne haben. So, jetzt haben wir 568. Heißt das, wir können den jetzt holen? Noch nicht ganz. Aber auf dem Weg gibt es vielleicht noch irgendwo mal Material. Hier zum Beispiel. Wenn das Ding fertig ist, das dauert auch nicht mehr so lange. So, Material, Material, Material. Jetzt haben wir 680. Das dürfte fast reichen. Brauchen wir den Mann für unsere Mission schon? Jetzt dauert das noch 4 Stunden. Ich glaube... Wie viel war es jetzt? 628. Dann haben wir quasi kein Material mehr, aber... Gut, ich hole hier nochmal Material. Dummti, 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 dumm. Haben wir 800. Das wird reichen. Wahrscheinlich nehmen wir den jetzt gar nicht mit auf diese Mission, würde ich mal schätzen. Ich kenne den ja auch noch nicht. Produktion ist abgeschlossen. Wir holen uns diesen Mann. Wir fliegen zurück und gehen ab in den Bau. Oh nein, jetzt ist es eine Zitadelle. Sie ist gewachsen. Nein! Das heißt, es ist jetzt noch schwieriger, richtig? Ach. Okay, wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Okay, gut, gut, gut. Also, wie ihr sehen könnt, liebe Leute, ist die Folge fast vorbei. Wir bereiten uns in dieser Folge komplett vor. Geht das? Ja. Ah, dann bräuchten wir fast einen zweiten, ne? Sie kann das Ding auch tragen. Jede Brecherrüstung kann dieses Ding kriegen. Jetzt ist es eine Zitadelle geworden. Ich fasse es nicht. Wie soll man das wegkriegen, das Ding? Wir hatten ja schon mit dem Bau große Probleme. Aber gut, wir verdoppeln ja unsere Anzahl auch. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Das heißt, eigentlich bräuchten wir noch so ein Ding. Noch so eine Fury. Mindestens noch eine. Eigentlich sogar zwei noch. Dauert dann nochmal einen Tag. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich baue die jetzt so gut aus, wie wir es können. Und dann... geht's in die Zitadelle. Oh Gott. Ja, los. Also, 24 Stunden warten. Das ist ganz schön krass, ne, 24 Stunden. Aber gut. Produktion, Fury. Was auch immer hier passiert. 23% Gefahrenstufe. Wir gehen jetzt in diesen Bau rein. Scan complete. Scan ist fertig hier im Norden. Kommen wir hier jetzt rüber auch? Nee. Scans sind durch, das ist gut, das ist gut. SIPA wird angegriffen. Na gut, dann müssen wir das nochmal zuerst machen, wobei wir dann hinterher wieder Zeit brauchen, um uns zu heilen wahrscheinlich. Dann kriegst du jetzt einen. Wie viel sind da immer drin? 2. So. Ender Dragon aus der 1. Du kriegst auch so ein Ding. Dir bauen wir da auch noch 2 von. Ah ne, da sind nur 2 drin. Dann bauen wir die noch 2. Jetzt sind wir schon wieder fast alle mit dem Material. Du hast den Granatwerfer dabei. Jeremy ist Jeremy.
Du könntest die neue Giftpistole, haben wir da nicht eine von gebaut? Nee. Aber du kriegst auf jeden Fall eine neue Granate. Das müssen wir bei allen machen. Auch Anna kriegt eine neue Säuregranate. Ach, das ist so viel, kannst du gar nicht tragen. Das ist zu schwer hier alles. Na gut. Ach so, nee, ich wollte das weglegen. 27, dann geht das gar nicht so, wa? Du hast ja den Granatwerfer, dann lassen wir das erstmal so hier. Du kannst das auch überhaupt gar nicht tragen, sehe ich gerade, Jamie. Ah, okay. Also es gibt noch mehr Probleme, die wir... Den Neuraiser brauchen wir allerdings tatsächlich gar nicht. Wenn wir da nur eine von mitnehmen, dann haben wir immer noch deutlich zu viel Traglast. Wie viel Traglast kommt denn? Einer kommt immer dazu, ne? Ja. Marius hat auch so ein Ding. Und du kannst tatsächlich auch so ein Teil kriegen. Ist das richtig? Nein. Du kriegst mal die Säuregranaten. Obwohl, nee, halt, das geht hier nicht richtig durch. Der ist doch gar nicht auf der. Doch, der ist auf 1. Dann kriegst du die Säuregranaten. Die anderen beiden. Und vielleicht kriegst du sie sogar... Wir müssen mal schauen, ob wir noch einen Nahkämpfer haben. Vielleicht solltest du die besser kriegen. Das ist die Giftgranate. Und wir rüsten dich auch um auf das neue Jericho-Gewehr. Die Granate kommt raus, dann kriegst du erstmal eine Granate weniger, beziehungsweise kannst du eine normale Granate noch mitnehmen. Oder sogar zwei normale und du kriegst die Giftgranaten hier. Na. Weil du näher dran bist. An den Leuten. So, dann geht diese Truppe. Du brauchst noch Munition scheinbar. Ah, du hast eine weniger in der Pistole, das ist okay. Dann geht diese Truppe jetzt wahrscheinlich alleine, vielleicht auch nicht alleine. Wir müssen mal schauen, wie krass die drauf sind hier. Extreme Gefahrenstufe, 21 sogar noch krasser als das andere. Dann brauchen wir jetzt alle. Dann müssen wir die zwei auch ausrüsten hier. Jamie, the Jim Lucky. Dass ihr alle das Ding nicht mehr tragen könnt. 23. 21 mit 2. Okay. Jamie. Du brauchst es auf jeden Fall. Du kannst es auch locker tragen. Dann nimmst du noch zwei Raketen mit. Das Ding können wir noch nicht verbessern. Und du nimmst dann halt eine normale Granate mit. Kommst auch in die 2. Rahim kommt tatsächlich auch mit. Den könnten wir auch zum Scharfschützen ausbilden. Aber erstmal hat er genug, um deaktivierte Körperteile funktionsfähig zu lassen. Das ist auch gut. Nehmen wir das mal und packen wir ansonsten noch ein bisschen Willpower dazu. Du kommst auch mit. Seraph. Jeder erledigte Gegner 2 Aktionspunkte dazu. Oder ihn auch zum Scharfschützen ausbilden. 30% Bonus beim verursachten Schaden. Gibt's auch noch. Schnelles Aufräumen. Naja, wenn das mit der Waffe funktionieren würde, ne? Rüsten wir dich auch um auf die andere. Ich glaube ja. Es wird näher werden insgesamt. Diese ganze Aktion, das ist alles... es wird alles näher an die Leute herangetragen hier.
So, und dein Training, dann machen wir das erstmal. Das müssen wir dann beim nächsten Mal neu laden und Inventaraktionen, keine Aktionspunkte, dann kriegst du das auch noch dazu. Willenskraft müssen wir auch darauf achten, aber gut. So, du kommst auch mit in die 2. Damit haben wir schon 10 Leute. Das muss doch reichen, eigentlich. Charles, Max und die beiden Neuen. Oh, den haben wir noch gar nicht angeguckt. David Powell. Der hat nämlich, was hat der? Mech-Arme. Mindfragger entfernen. Technikreparatur bei mechanischen Geräten. Stelle 120 der allgemeinen Trefferpunkte einer verbündeten Einheit mit einer Ladung wieder her. Mit technischem Heilen. Die Waffe ist eine Gauss PDW. 30 Schaden für Explosion, das ist nicht so geil. Und ein Autogeschütz. Ah, damit kann man Geschütze hinstellen. Richtig. Ein MacArm-Energiepaket. Gerne mitnehmen. Mehr hast du nämlich gar nicht. Aber ich glaube, dass wir die beiden neuen vielleicht nochmal zu Hause lassen. Die sollen mal ein bisschen aufleveln hier. Sowieso mit den 180 und so, das ist nicht gut. So, 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben nur noch die beiden. Dann nehmen wir die beiden auch mit. Auf die Manticore 2. Schrotflinte, du kannst natürlich gleichzeitig vielleicht, wenn du es tragen kannst, dann nimm doch mal beides mit, bitte. 18, noch ein Magazin dafür. Noch zwei Magazine dafür. Dann hast du das, den Neuraser und eine Granate dabei. Das sieht doch sehr gut aus. Und für Charles noch einmal gucken, ob wir da noch was Schönes machen können. 15, du kannst auch noch einiges mitnehmen. Mal alles mit, was geht. Noch ein Medikit vielleicht. Jetzt haben wir noch 9 Materialien. Lassen wir dich auf der Laserwaffe jetzt? Tja, ich glaube ja. Ja, gut. Was würde es hier noch geben? Rüstung, das wäre weniger Rüstung. Okay, dann seid ihr alle mit drin. Dann haben wir wirklich alle bis auf die beiden neuen in unseren Flugzeugen. Dann fliegst du noch hinterher, Nummer 2. Und dann gehen wir mit ziemlich krasser Kraft hier rein. Extrem. Ich fasse es nicht. Schauen wir mal. Also, sorry für eine Folge nur mit Orga und Zeug. Dafür geht es beim nächsten Mal in diese Zuflucht. Ich hatte gehofft, es geht direkt in die Basis, in den Bau. Es wird jetzt die Zitadelle werden. Gefahrenstufe extrem. Es macht Spaß. 24% da oben. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Spiel jemals siegreich beendet werden kann. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.